Hallo, Halli hier und willkommen zurück zum KSP-Karrieremodus mit unserem seltsamen Rover. So, ich versuche das jetzt mal anders. Ich nehme erstmal den Rover, pack den hier in das Teil hier. Das klappt. Unnamed ist mir erstmal... Ne, warte mal, müssen wir wenigstens einmal Rover nennen. So, save. So, kann ich das komplette Teil auch hier drin speichern? Nein. Kann ich nur dieses Teil hier drin speichern? Okay, das ist der Lablander. So, safe. Du weg. So, jetzt hätte ich gerne einfach irgendein Modul erstmal drin stehen, das ist mir egal. Dann nehme ich den Rover, den haben wir hier. Den könnte ich jetzt hier drunter pappen, doch das bringt mir nichts. Denn jetzt nehme ich ihn hier und stelle fest, das geht auf alle Fälle nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber wenn ich jetzt bei den Rädern die großen Monsterräder nehme, muss ich die natürlich erstmal richtig dran kriegen. Das ist ja nicht schlimm. Erstmal ihr alle wieder weg. Wir werden dann Labormodul umbauen. Ich wüsste gerne, ob man das hier auch irgendwie größer, kleiner machen kann. Aber ich glaube nicht, ne? Schön wäre es jedenfalls. So, ich nehme jetzt ein Rad. Ich nehme alle vier Räder. Und kann die... Ja gut, so drehen, toll. Ich nehme zwei Räder. Und kann die hier dran bringen. Das tut es auf der anderen Seite auch. Und ich nehme nochmal zwei Räder. Und hätte jetzt gerne hier, bitte. So. Ungefähr dieselbe Höhe, ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir vorne eigentlich noch ein bisschen Gewicht. Und das Teil muss nachher irgendwie weg. Aber ist erstmal egal. Wir brauchen vorne Gewicht. Vorne Gewicht wird gar nicht mal so einfach. Wir brauchen immer noch Solaranlage. Die kann ich aber hier vorne ja schlecht drauf pappen. Ich könnte die seitlich anbringen, dann kommt aber keine Sonne drauf. Ich könnte euch seitlich anbringen, dann kommt Sonne drauf, hilft mir aber gewichtsmäßig nicht ganz so viel weiter. Ich würde auch die Vierer, die 2x3 nehmen, statt den 1,6ern. Dann wird es nicht so lang, das sieht aus, als hätte das Teil am Flügel. So, jetzt, was sitzen wir hier vorne dran, abgesehen von... Ne, das Teil klappt ja noch nicht mal, dass man... das hier da irgendwie dran bringen könnte. Jedenfalls richtig. Das eine ist die Sitzfläche. Und man sieht ja irgendwie, dass die Sitzfläche... Ist jetzt sowieso erstmal auf dem Kopf. So, so, nein, so, so, so. So müsste das jetzt fahren. Und so sieht es aus, wenn ich es da dran bringe. Also, es hilft mir gar nicht. Steuerung. So. So hilft mir das überhaupt nicht weiter. Dann sitzt er da irgendwie komisch in dem Teil drinne. Das geht ja nicht. So, wir könnten jetzt natürlich sagen, wir nehmen irgendwie einen seltsamen Tank mit. Warum? Struktur. Ich hätte das Teil gern größer oder nochmal vorne vor. Da drunter, dann kommen wir ja gar nicht mehr nirgendwo mehr rüber. Wir können aber, glaube ich, vorne auch nicht wirklich viel anbringen. Kann ich vorne einen Tank anbringen? Irgendeinen kleinen, nein, keinen Max Fuel Booster. Ein Tank unten drunter, innen rein. Für die Schwerpunktverlegung. Das wäre natürlich die Frage, was für einen Tank brauchen wir? Den Oscar B Fuel Tank. Liquid Fuel und Oxidizer. Wäre auch nicht viel, nämlich so gut wie gar nichts. Du brauchst Liquid. Setz ihn da mal rein. Sieht jetzt ganz cool aus. Und wir wollen mit den... Nein, die sind zu groß. Was ist denn da? Ist es auch Rocco Max? Müsste... Nein, nicht zwei. Jetzt will ich wirklich vier haben.
Und gut, ich kann auch zwei nehmen. So, nehmen wir mal so zwei da drunter, dann können wir abheben. Was total sinnlos ist, aber hey. Können wir auch noch hier machen. Dann machen wir das da auch noch, ne? Also, wenn wir mal über irgendeinen Krater rüberspringen müssen, geben wir Gas, zünden dann kurzfristig unsere Raketen und dann segeln wir über den Weltraumkrater rüber, wenn es einen geben sollte. Ich bezweifle immer noch, dass uns das gewichtsmäßig irgendwie weiterhilft. Aber egal. So, es bleibt immer noch das Problem mit dem, wie steuern wir das Teil? Ach, dann sitzt der halt da ganz seltsam vorne vor und freut sich. So. Auf den Rücken gedreht. Sitzt der jetzt da vorne und guckt immer schön in den Himmel, während er fährt. Weil irgendwie kann ich das anders nicht anbringen und das ist doof. Wir bräuchten auf alle Fälle auch noch Licht. Wir wollen ja auch sehen, wohin wir nachher fahren. Damit können wir auf alle Fälle dann vorne nochmal ein bisschen, Gewicht dranbringen. So, Riesenmonsterstrahler. Eins und dann noch den Riesenmonsterstrahler 2. Irgendwann mal. So. Falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste, falsch. Falsch, falsch, falsch. Nein. Nein. Dich wollte ich. Bist du jetzt eingedreht? Ein bisschen, ne? Ist egal. Ist egal. So. Auch nach vorne läuft. Das sieht jetzt aber ein bisschen gestört aus. Wieder ein bisschen hoch. So vielleicht. Okay, könnte funktionieren. Und du hältst jetzt? So als Grundfrage? Deine Rede halten? Du fährst auch. Hast den Schwerpunkt aber immer noch eindeutig zu hoch. Was aber natürlich auch in der Kapsel liegen könnte. Es ist auch immer... So, wir nehmen erstmal... So, der Schwerpunkt ist zu hoch. Wir brauchen Gewicht unten drunter. Nein. ACS haben wir gar nicht dabei. Brauchen wir nicht. Das ist Liquid. Den können wir nicht mal drunter bringen, weil er da ja drin ist. Wenn ich jetzt so einen komischen Ring da unten anbringe, ist das Teil schwerer. 1,3. Das hier hatte 0,78. 0,13 ist es schwerer, okay. Hab ich das ineinander? Hab ich da jetzt zig drinne? Warte mal, du solltest haben 10 zu 12. Und du hast jetzt... Das wäre ein Bug. Und Bug-Using ist scheiße, aber... Drei Stück drinne. Wenn ich jetzt Gas gebe, also nach hinten, was eigentlich ja vorne sein sollte, kippt er jetzt nicht um, weil der Schwerpunkt jetzt ein bisschen... Gut, zu starke Bremsen mit, solange man da oben dieses Modul drauf hat, ist schon mal doof. Aber okay. Ab zum Vehicle Assembly. Jetzt, wirst du natürlich wieder ein Rover, ne, hier ab da rein. Dass man hier, ist auch immer. So, Rover 2. Safe. So, Kapsel weg. So, wir einen großen Kommandopod mitnehmen. Dann den Lapländer, wobei wir das ganze Teil erstmal wieder vergessen können. Was jetzt doof war, dass ich das gemacht habe. Moment. Lapländer, komm noch mal her. Dich packen wir zur Seite. Nicht ganz weg. So, jetzt den Rover 2. Da drunter. Dann Strukturen haben wir. Ja, haben wir. Vier Strukturen anbringen. Da drauf. Hier, bitte. Anbringen. Halt, ich glaube,
weiter unten anfassen, wäre cooler. So, wenn ich euch ausfahre, machst du trotzdem noch einen Abfall nach unten, ne? Das wird nicht ganz so schön sein, aber okay. So, damit das hier irgendwie hält, weil ich traue diesen Strukturen da irgendwie immer nie. Nee, da darf ich nicht, dann kommt der Rover nicht mehr durch. Aber von da nach da dürfte ich auf alle Fälle noch. So, das haben wir jetzt relativ weit nach unten, bitte. Unsere, hier. Und Launch. So. Ja, ich weiß, ich habe was Größeres vor. Da brauche ich das. Okay, wenn ich jetzt die Stützen ausfahre, bringt mich das nicht allzu weit nach oben. Wenn ich jetzt das hier, die Kappel, ist da nur ein ganz schmaler Spalt. Das finde ich natürlich jetzt cool. Wenn wir das hier richtig ausgerichtet hätten, hätte ich das viel cooler gefunden. Bill, du bist jetzt mutig und guckst, ob du da an die andere Leiter kommst. Bau. Oh, widerstandsfähig ist auf alle Fälle. Oh, cool, wir können jetzt von beiden Seiten Nein, nicht wegrollen. Ich geh da schnell drauf. So. So, vor, zurück. Macht da. Gut, jetzt müssten wir hinten auch schon wieder Lampen haben. Das ist egal. So. Jetzt stell dich mal so halb da drunter. Set is target. So, wir haben ein Target gesetzt. Halt. So, wir haben ein Target gesetzt. Nee. Es funktioniert. Ein Traum. Ein Traum. Wir kriegen unser Teil wieder angedockt und haben dafür kaum Sprit verbraucht. Yeah! Unser Rover kommt an. Ja, Bill hängt jetzt da ein bisschen mit drunter, aber... Ey, Alter, das ist doch cool! So, jetzt muss ich aber leider, wenn ich jetzt schon mal die Leute hier so hängen habe, das muss jetzt leider sein. Es tut mir leid. Ach so, die Kleinen zünden schon mal und helfen. Okay, das funktioniert nicht. Die Kleinen haben mitgeholfen, das Teil hochzuheben. Die vier alleine schaffen es nicht. Das ist auch eine Information, die braucht man. Allein das... Okay, er hat die Reifen verloren. Das war doch ein bisschen zu viel Gewicht. Die sind geplatzt. Info, Masse, 30 Tonnen. Ein Traum, Leute, ein Traum. Okay, wir haben einen anscheinend mehr oder weniger funktionsfähigen Rover. Wir haben eine noch komplett falsch ausgerichtete, ja, so ist gut, komplett falsch ausgerichtete Kapsel hier, so. Einmal bitte wieder richtig, so. So, wir haben... Ditte. Wir brauchen jetzt noch die beiden, wieder zwei Batterien oben drauf. Wir haben die großen Module, die dürften jetzt, na, die Structs. Sorry, ihr müsst wieder weg. Wie kriege ich euch dann stabilisiert, dass ich mich keine Sorgen machen muss? Nicht ein. Wenn, dann brauche ich vier. Wenn ich jetzt hier so mehr oder weniger vom Zentrum bis kurz davor gehe und dasselbe von der anderen Seite mache, sollte ich auch bei Structs gucken, dann finde ich das auch. Also von da nach da müsste das seltsam aussehen, aber halten. So, wo ist sie? Da. So, hier müsste jetzt noch eine Leiter runtergehen. Eine. Vier sind schon ein bisschen viele. Die müsste auch auf alle Fälle bis nach unten kommen. Und wenn nicht, müssen sie halt hochhüpfen. Ist ja nicht
schlimm. Genau, und da geht es jetzt bis ganz nach oben. So, das haben wir. Jetzt, wichtige Grundfrage erstmal, was packen wir oben drauf? Das weiß ich noch gar nicht. Aber was wir auch noch brauchen, ist ein Landelicht. Ne, wenn wir landen, dann bitte auch beleuchtet. Kann ich da leider so nicht zwischensetzen, das ist aber doof. Ich könnte auch das hier unten beleuchten. Das ging auf alle Fälle, das mache ich auch. Irgendwie so. Dann beleuchten wir das, dann weiß der Wow auch immer, wo er ungefähr hinfahren muss. So als, kann er nachher auch von allen Seiten reinfahren. Der Sprit hier unten wird bestimmt reichen, so für 3-4 Mal andocken. Warum auch immer man das müsste, weil eigentlich muss hier die Sachen eh abladen und dahin bringen. Ich weiß es gerade gar nicht, werden wir sehen. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Teil passt oder ob es ein anderes Modul oben drauf braucht. Ich habe auch schon überlegt, ob wir jetzt so ein... Moment, was haben wir denn? Ne, wir haben nur Stahlputnik noch. Wir haben noch nicht die große Scheibe, sonst hätte ich gerne die Scheibe vielleicht hier drunter gesetzt. Dann kann man entweder mit jemandem, der Surface Sample und so weiter dann einsammelt, oder halt nur mit dem Rover, der einfach nur durch die Gegend fährt. Ein Kommutron hatte ich jetzt nicht ausprobiert. Du hast hier aber ein Kommutron auch dran. Dein Kommutron ist weg. Das wäre natürlich jetzt groß peinlich, wenn wir ohne Kommutron losfahren. Hier, ich weiß zwar immer noch nicht, wie du funktionierst, aber egal, da, Patsch. So. Falls das nicht klappt, hier kriegst du auch noch so einen. Patsch. Einfach auf Nummer sicher gehen. So, jetzt Aerodynamik. Wollen wir dir oben so eine Spitze draufsetzen, einfach weil es total dämlich aussieht? Ja. Mir fällt gerade nichts anderes ein, was da oben drauf sollte. Okay. Okay, wir haben unseren, ja, wie nenne ich das denn jetzt? Rover Lab. War meine erste Idee. Ich wollte ein Labor auf Räder setzen und mit dem Labor durch die Gegend fahren. Dachte mir aber, das ist hier mit dem Einstieg wirklich unglaublich dämlich gelöst. Ich wollte, hätte das nämlich dann mehr liegend machen müssen und dann weiß ich nicht, wie man darauf kommen soll. Und so hoch kann mit dem Labor durch die Gegend fahren. Ich glaube, das wäre vom Schwerpunkt noch weit schlimmer gewesen wie das Teil hier unten. Wo wir jetzt leider mit ein bisschen Gewicht runter, oder nicht Cheating, sondern Bug-Using, mehr Gewicht runtergekriegt haben. Aber es gibt keine Gewichtsmöglichkeit, dass man sagen kann, okay, wir packen da jetzt eine Tonne Gewicht drunter. Ne? Sondern das ging ja dann nur über irgendwelche riesen Monster-Tanks und finde ich dann auch nicht so schön. So. Wir haben... Ich überlege gerade, wir können doch Struck da anbringen. Moment. Struktur, da, hier, 4 Stück. Unterhalb von dem wäre nämlich hier. Und das dürfte dich hier nämlich auch noch gar nicht beeinträchtigen. So, dann haben wir das hier jetzt zusammen. Ich muss diese äußeren Teile unglaublich stabil kriegen. Weil sonst stehen wir nachher vor einem großen Problem. Denn daran kommen nachher unsere hochwichtigen Trägermodule. Davon brauchen wir ja 4 Stück, um dieses Gewicht nach oben zu kriegen. Und das, ja. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.